musst du mir noch vorstellen. Nee, also komm, ich stelle mich selber vor. Guten Abend miteinander zum guten Nachgeschichtli von dem Winterkongress. Ich hoffe, ja, ein paar können noch die Augen offen behalten. Es war ein länger und interessanter Tag gewesen. Ich erzähle noch etwas über E-Voting, was so in der letzten Zeit passiert ist. Vielleicht haben ein paar Leute mehr Wissen dazu. Darum, ich hole ihn aus und wenn es uninteressant wird, rufe die rein und dann überspringe ich halt ein paar Slides. Ich habe genug davon. Ich bin der Jorgo Alaniadis, ich bin Pirat, ich bin angeschrieben, dass man so erkennt. Nicht, dass wir verwechselt und bin auch ein Digi-Gäste dabei und mache eigentlich so ein bisschen die politische Arbeit im ganzen Bereich. Ich bin auch den Komitees von Initiativen, manchmal auch Referenden und so dabei, weil halt sehr viel zu Bern stattfindet. Über was reden wir beim E-Voting? Es ist eine Methode zur elektronischen Stimmabgabe. Hier in der Schweiz ist es eigentlich... Ja, Entschuldigung. Also was ist E-Voting? Eben elektronische Stimmabgabe. Hier in der Schweiz sprechen wir eigentlich über einen Computer oder ein anderes mobiles Gerät. Man sagt, es sei schneller, es sei günstiger, es sei besser, eventuell billiger. Irgendwie die meisten von diesen Behauptungen haben sich als falsch erwiesen. Die Stimmbeteiligung werde höher, Jungbürger werden aktiver, auch das hat sich als falsch erwiesen unterdessen. Es wird nichts einfacher, ich kann euch noch zeigen, wieso. Oder man inkludiert dann die Sehbehinderten oder Auslandsschweizer, dafür gibt es andere Lösungen, die eigentlich nicht unbedingt auf E-Voting angewiesen werden. In der Schweiz hat man eigentlich klassischerweise Papierabstimmungen, Wahlen. Es gab dann im Jahr 2000 ein Projekt E-Voting zu lancieren, dann gab es Tests und Versuche. Im Jahr 2015 wurde das erste große System, das waren, ich glaube, 9 Kantone oder so, das wurde eingestampft, weil das Stimmgeheimnis nicht gesichert werden konnte. Dann gab es noch ein System vom Kanton Genf und ein System der Post, das auch von einem spanischen Lieferanten Seitel kommt. Und die Genfer haben sich dann auch im Ende 18 zurückgezogen, das heißt im 19 hatte die Post ein Quasi-Monopol und wollte damit dann wahrscheinlich möglichst den Markt auch aufrollen. Wie sah das damals aus? Also was ich hier zeige, das ist so, wie es früher gegangen ist. Diese Systeme sind heute nicht mehr in Betrieb. Ich kann schnell zeigen, man bekommt so wie auf der Papierabstimmung, man bekommt die Unterlagen immer noch per Papier, so Kärtchen mit Ausweisnummern, beim Genfer System gab es so ein Ruppelfeld, wo man weg aufkratzen müsste und wenn man das aufgekratzt hat, konnte man auch nicht mehr auf Papier abstimmen. Da musste man da irgendwie den digitalen Fingerabdruck pipapo alles Mögliche überprüfen und ihr wisst das selbst, wenn ihr irgendwo in der Firma seid, dann stimmt sowieso der Schlüssel und alles nicht mehr. Also das hat so eigentlich nie richtig funktioniert, aber es hat funktioniert und alle haben gefunden, seine eigenes System wurde einfach abgeschaltet. Dann gab es das System von der Post, dort ging es auch mit Codes, oder? Da hat man dann auch so Buchstaben-Zahlen-Codes bekommen, Bestätigungscode, Finalisierungscode für jedes Ja, Nein oder eine Enthaltung, musste man auch zahlen jetzt, das sind nur Zahlen, bei den Codes gab es noch Buchstaben dazu, alles Mögliche eingeben, also für irgendwie eine einfache Ja-Nein-Stimmabgabe hat man etwa 30 Zeichen eingegeben. Also das E-Voting einfacher als sonst was ist, das ist ein Witz. Und wenn man es einfacher macht, dann ist es sicher nicht mehr sicher. Vielleicht noch schnell zurück zum anderen da. Ja, das sieht man, ich habe es auf einer anderen Slide. Entschuldigung. Und dann kommt natürlich die Post, es gab dann immer so Diskussionen, ja was ist sicher und wie kann man irgendwie die Systeme überwachen, kontrollieren, das Stimmgeheimnis brechen. Und dann kamen so Antworten von der Post, ja die Leute sind selber verantwortlich, dass ihr Computer sauber und sicher läuft. Also das ist eigentlich ein bisschen eine Illusion. Auf jeden Fall hatte die Post dann die Vision mit ihrem ganz, ganz neuen System im 2019, also ist jetzt etwa ein Jahr her, einen Intrusionstest nennen, sie nennen das PIT, Public Intrusion Test, wo die Rahmenbedingungen eigentlich für normale Hacker und so inakzeptabel waren. Man musste sich registrieren und nur dann bekam man Zugang.
gewisse Methoden, Angriffsvektoren wurden sowieso verboten. Es war eine Maulkorbbedingung, das heißt, man durfte Fehler, die man gefunden hat, nicht öffentlich kommunizieren oder außer in ganz krassen Bedingungen. Demgegenüber gab es ein Gesetz, wo heißt, der Quellcode der Software muss offengelegt werden. Und dann Artikel 7b, da unten, der Quellcode muss nach besten Praktiken aufbereitet und dokumentiert werden. Er muss einfach und unentgeltlich über das Internet beziehbar sein. Und dann gab es eben Diskussionen, ja, was macht die Post hier eigentlich? Und das ist die falsche Folie. Da, die Post hat dann argumentiert, es ist ein Versuch zwischen Open Source Code und veröffentlichtem Quellcode, der aber proprietär bleibt. Sie haben dann einen neuen Begriff Open Code erfunden, zu unterscheiden, damit das Risiko kleiner wird, dass man es verwechselt. Der Quellcode ist nicht Open Source, haben sie gesagt. Dann hat dieser Test angefangen und ein paar Tage später, wie es halt so ist, leakte er. Er war frei verfügbar auf dem Internet. Und plötzlich hat man freie, offene Stimmen gehört zu diesem Code, weil ja dann der Maulkorb für diese Leute, die sich nicht dort registriert haben, nicht gegolten hat. Und dann kamen plötzlich so Meldungen auf Twitter, wo man plötzlich gesehen hat, ja, in was für einem Labyrinth sich da die Hacker oder Experten oder wie man die alle nennen will, verliehen. Und einige Tage später kam dann eigentlich die Umdefinition von diesem System. My new opinion is, and this is important, so please quote me accurately, law, burn it with fire. Und das war eigentlich die Expertin, die dann diesen ganzen Penetrationstest und diese Fehleranalyse in diesem Code dominiert hat. Das war die Sarah Jamie Lewis aus Kanada und das war wirklich eine unglaubliche Stütze, wenn man sieht, was danach alles passiert war. Ja, es gab dann eben ihre Meldung, man soll das Zeugs verbrennen, das sei nichts tauglich. Dann gab es andere, ein Kollege von mir, der hat dann einfach diesen Code mal selber in sein GitHub aufgeladen und da gibt es automatische Prüfungen. Es gab schon über 20 Fehler nur beim Hochladen von diesem Code, dass das Zeugs nicht sicher ist. Also die Post hat das scheinbar nie getestet, obwohl sie KPMG und andere Zertifikate hatten. Der Matthew Green, das ist ein Mathematiker, glaube ich, ein Kryptografe. Auf jeden Fall eben, der hat dann gesagt, ja, im schlimmsten Fall kann man dann den Schokoladenkönig bestimmen, irgendeiner, der das Zeugs im Griff hat. Es wurde wirklich eine lustige Debatte, hauptsächlich auf Twitter geführt. Ich schlage euch vor, wer es noch nicht hat, braucht Twitter, es passiert viel dort. Nicht nur Trump, auch normale Leute wie ich sind manchmal drauf. Auf jeden Fall, 3 Wochen später sah es dann so aus. Und ja, es hat dann eigentlich alles ergeben. Die Dame, Sarah Jamie Lewis, hat dann auch mit Kolleginnen, Kollegen von ihr die größten Probleme in diesem System aufgehackt. Also eigentlich konnte alles manipuliert werden, nach all diesen Prüfungen. Die Post gleichzeitig hat dann kommuniziert, bla bla bla, ein öffentlicher Intrusionstest. Es haben 3200 internationale IT-Experten das System geprüft. Es gab versuchte Überlastungsangriffe, die DDoS können also als unkritisch eingestuft werden. Also effektiv ist es, von diesen 3200, ich habe mich dann aufs System eingeloggt, etwa nach 3 Wochen habe ich mich eingeloggt und es waren auf GitHub waren etwa 500 oder 600 Leute drauf, die den Code jemals angeschaut haben. Und die Post kommuniziert nur, dass sich 3200 einmal registriert haben. Also die Code hat kaum jemand angeschaut. Die DDoS-Attacken, die waren ja sowieso verboten. Ich weiß nicht, was sie hier kommunizieren und können als unkritisch eingestuft werden, ist sowieso Bullshit, weil es gab kritische Fehler, wie wir später sehen werden, die diesem System den Todesstoß verschafft haben. Also eben, ja, das muss ich nicht nochmals erklären. Es gibt dann ein paar kritische Punkte beim E-Voting, ein paar Kernelemente, die man umsetzen muss. Das eine ist das Stimmgeheimnis. Ich kann ehrlich sagen, ohne Stimmgeheimnis, wenn jede Person mit Namen dahinter steht, wie er gestimmt hat,
dann ist E-Voting eigentlich kein Problem. Aber das Stimmgeheimnis, wenn man das wirklich umsetzen will, das macht das ganze Zeugs verflixt komplex. Und eigentlich das Gesetz sieht vor, dass jeder seine persönliche Stimme anonym in diese Systeme eingeben kann, also eigentlich auch Systeme, eigentlich seine Stimme abgeben kann, auch auf Papier, und niemand anders berechtigt ist, herauszufinden, was denn wer gestimmt hat. Und das gehört scheinbar wirklich zu einer Demokratie, dass diese anonyme Stimmabgabe möglich ist. Gewisse Leute haben weniger Probleme damit, die zeigen sich auch mit ihren Abstimmungspapieren, aber es ist wahrscheinlich schon wichtig, dass man das so verankert hat. Das Problem dann beim E-Voting ist, dass man eigentlich in unzähligen Tests schon aufgezeigt hat, dass das Stimmgeheimnis bei E-Voting nicht funktioniert. Also es gibt klassischerweise auch so Formulare, wo man dann einen Ja-Nein-Knopf drücken kann, oder? Und dann, wenn man Ja-Nein auf dem Bildschirm hat, kann ja schon die Bildschirmanzeige manipuliert sein und das Nein wird zum Ja und das Ja wird zum Nein. Oder vorne wird was angezeigt und hinten wird was anderes abgesendet. Oder Doktoranden von der ETH Zürich zeigten, wie man anonym seine Stimme dem Meistbietenden verkaufen kann, und der gibt dann einfach die Stimme im Auftrag ab und man kriegt dann nebenbei 15 Franken pro Stimme, und das ist eine Stimme problemlos wert. Wenn es um Wahlen geht, werden bis zu 10 Franken pro Stimme gerechnet. Wenn es um Abstimmungen wie Kampfflugzeuge geht, ist eine Stimme auch relativ viel wert. Und ein nächster Knackpunkt bei der Stimmabgabe ist das Vertrauen in Prozesse und die Resultate. Und bei dem Papierwahlverfahren kommt eigentlich jeder draus. Das kann ich jetzt auch in der Schule mit irgendwie 2 Drittklässlern machen. Jeder schreibt seine Meinung, irgendwie ein Ja oder ein Nein zu einem Thema auf ein Papier. Wir schmeißen das alles in den Pott, anonym, dann wird das irgendwie noch 2-mal gerührt und dann zählen wir die Zettelchen. Damit das vielleicht ganz anonym ist, machen wir dann eine Antwortmöglichkeit mit Kreuzchen, damit man nicht noch die Schriftart erkennt. Aber es ist anonym, es ist nachvollziehbar. Wenn man in der Politik ist, hat man breit abgestützte Gremien, da ist von jeder Partei jemand vertreten, wenn irgendwie die Unterlagen ausgeschüttet werden. Manipulationen sind eigentlich relativ simpel erkennbar. Und jeder Bürger versteht, wie das geht. Beim E-Voting sieht es eigentlich so aus, dass man eine sehr komplexe Kryptographie eigentlich hat. Diese muss dann noch fehlerfrei in ein Computerprogramm übertragen werden. Die ganze Applikation, haben Sie ja vorhin gesehen, das sind Codes, wie man abtippen muss. Irgendwelche Computer speichern dann diese ganzen Sachen und am Schluss erscheint irgend auf einem Bildschirm ein Resultat, und wenn es eine Wahlfälschung gibt oder nicht, es ist nichts nachvollziehbar. Vielleicht können ein paar Experten sagen, da sind ein paar komische Daten drin, aber die haben sicher keinen Einfluss auf Stimmresultat. Glauben wir es ihnen, glauben wir es nicht? Und so sieht das dann aus, oder? Links ist dann die Bundesratswahl, wo sie Zettelchen zählen. Von jeder Partei, jeder Fraktion ist jemand am runden Tisch. Sie zählen zusammen, sie zählen wahrscheinlich auch mehrfach. Beim E-Voting hat man ein paar angeschriebene Computer, irgendeine Zahl erscheint auf dem Bildschirm, und wenn nichts rauskommt, wird der Experte ein paar Knöpfchen drücken und dann kommen Zahlen und das ist dann das Resultat. Das ist so ein bisschen der praktische Unterschied. Und dann hat man noch einen dritten Knackpunkt, und das ist natürlich Hardware und Software. Und da kann man nicht viel Positives sagen, weil diese Dinge sind sowieso immer problembehaftet. Jedes Gerät bekommt regelmäßig Updates, meistens sind es Fehlerkorrekturen, es gibt überall Fehler, es gibt unendlich große Programme, eben das Postsystem, Cycle-System, das sei scheinbar 275.000 Zeilen Code, wird programmiert. Kann der vielleicht zusammenfassen auf die Hälfte oder kann ihr erweitern auf 500.000 Zeilen? Also alle, die es angeschaut haben, sagen, das sei super unübersichtlich und schlecht dokumentiert gewesen. Dann kommen noch Codebibliotheken, die man reinholt. Es kommen Compiler dazu, Betriebssysteme und so weiter. Also es gibt unheimlich viele Komponenten. Sogar die Hardware ist heute unsicher, wie wir wissen.
diese Daten, die dann generiert werden für Abstimmungen, müssen irgendwie an eine Druckerei übertragen werden. In der Druckerei braucht es wahrscheinlich dann besondere Sicherheitsmaßnahmen, dass das Zeugs überhaupt für das E-Voting gedruckt werden kann. Also es gibt unglaublich viele Elemente. Und jeder von diesen Schwachpunkten könnte beim E-Voting genutzt werden, um nicht eine, nicht zehn, sondern Zehntausende, wenn nicht Hunderttausende Stimmen zu manipulieren. Und manchmal reichen schon 5 oder 10.000 Stimmen. Ich glaube, bei Mehrwehr, da gab es so irgendwie, weiß nicht, 5 oder 10.000 Stimmen, die den Ausschlag in eine andere Richtung gegeben haben. Also die Hardware und Software, die ist ein Problem. Jede Infrastruktur ist ein Ziel von Hackern und die sehen halt nicht immer nur so aus und sind hinter einem Computer, sondern das sind unter Umständen dann Großkonzerne an Kriminellen oder sogar staatlichen Hackern, wo irgendwie das Zeugs auseinandernehmen. Ja, was gibt es da noch zu sagen? Eben, wir haben jetzt letzte Woche festgestellt, dass auch unser berühmter Chiffrierhersteller wirklich unsichere Hardware und Software verkauft hat. Und die NSA hat in einem Strategiepapier, das durch Snowden geleakt wurde, sogar geschrieben, Activities such as e-voting beg to be mined. Also die betteln, diese Systeme betteln richtig darum, dass man sie ausnutzt, dass man sie manipuliert. Und das sagt eigentlich schon alles. Also ich glaube, es ist eine schöne Aufgabe, so für einen staatlichen Hacker mal ein Schweizer oder was auch immer e-voting-System auseinanderzunehmen und mal schauen, ob man eine Abstimmung kippen kann. Da muss ich nicht viel, eben die Hobby-Hacker sind eigentlich irrelevant, die können ein paar Stimmen manipulieren oder den Computer von den Freunden irgendwie infiltrieren, aber eben wir haben da mit anderen Mächten zu tun. Dann also, was können wir eigentlich daraus sagen? E-Voting ist nicht sicher, auch wenn man es theoretisch sicher machen könnte. Es scheitert ganz klar an der Umsetzung. Und wenn man dann die Eckpunkte Sicherheit, Benutzerfreundlichkeit und die Kosten gegeneinander ausspielt, dann kann man sicher nicht die eierlegende Wollmilchsau produzieren. Also in irgendetwas scheitert es immer. Und wenn es super sicher sein wollte und noch perfekt programmiert wäre, dann wäre es garantiert nie benutzerfreundlich. Dann müsste man nämlich irgendwie nicht 30, sondern 50 Codes eingeben, um eine Stimme abzugeben. Und das sind eigentlich die Erkenntnisse, die wir letztes Jahr ganz klar gefunden und kommuniziert haben. Und wir haben dann die staatlichen Stellen und die Post und andere darauf reagiert. Ja, bereits im 15 hat ein Waadtländer Journalist gezeigt, wie er 2x Stimmen abgeben konnte. Der wurde dann verklagt und schuldig gesprochen. Bis vor Bundesgericht haben sie ihm, glaube ich, die Strafe erlassen. Als man das erste System abgeschaltet hat, war eigentlich die Begründung relativ klar. Das Stimmgeheimnis ist nicht geschützt, aber die Kommunikation von den Kantonen und Verantwortlichen ging ganz klar darauf raus. Ja, der Bundesrat will nicht, dass wir E-Voting haben und sie finden es als Rückschlag. Also die hätten lieber mit einem unsicheren System weitergemacht, als irgendwie geschaut, wie man diese Kisten sicher machen kann. Das ist ein bisschen tragisch. Oder vorletztes Jahr unterdessen schon, haben ein paar Kollegen vom CCC aufgezeigt, wie man die Stimmen manipuliert, so eine Art Man-in-the-Middle-Attacke. Und die Quintes, das haben sie einfach in 30 Minuten schnell im Fernsehen gezeigt, wie man das machen könnte. Und die wurden dann verklagt wegen dem Verstoß gegen das Wappenschutzgesetz, weil sie das Wappen genommen haben auf einer illegalen kriminellen Seite. Ja, also ich glaube, es gab daraus kein Gerichtsverfahren. Aber eben, es zeigt ein bisschen, Die Verantwortlichen, die wehren sich mit Händen und Füßen gegen jede Kritik. Und dann eben gab es diesen PIT, diesen Public Intrusion Test von der Post. Und dann wurde es richtig absurd. Also da wurde man wirklich
die Sicherheitsexperten, die wurden runtergemacht, also wirklich krass, da gibt es irgendwelche Nachrichten, es wurden die Fehler kleingeredet, dann hat man zuerst gesagt, ja, dass man die universelle und individuelle Verifizierbarkeit manipulieren kann, sei nicht so relevant, obwohl es am Anfang gesagt hat, ja, das sei das Wichtigste vom System. Und dann hat der Bund, der Post, dann hieß es zuerst noch im Mai, ja, das Postsystem wird jetzt für die nächste Abstimmung nicht eingesetzt, weil man noch an den an den Lösungen arbeitet. Und am Schluss, zwei Monate im Juni, der Bund dann die Bewilligung entzogen, dass die Post ihr System nochmals einsetzt. Und dann ging es zwei Wochen und dann kam diese Meldung. Ja, und das war dann wirklich ein Witz, oder? Ich meine, das ist irgendwie, das ist nicht möglich, dass die in zwei Wochen oder drei Wochen oder einen Monat sowas entwickeln, nachdem sie nach, weiß ich wie viel, fünf Jahren Entwicklung alles kaputt gemacht haben, nichts funktioniert hat. Und dann ging es ein paar Stunden, nein, einen Tag etwa ging es dran, dann wurde die Schlagzeile plötzlich angepasst. Also da sieht man ein bisschen, wie die Post kommuniziert hat, oder? Nur noch so. So hat es am ersten Tag ausgesehen und einen Tag später hat man es dann angepasst. Plötzlich war es nicht so sicher, oder? Und dann hieß es damals, ja, im 20 haben sie dann etwas Neues für die Kantone, unterdessen redet man schon über das 21. Also es ist ein Irrwitz, oder? Oder dann auch der Bundeskanzler, der hat gesagt, ja, das Risiko ist vertretbar, und dann ein Jahr später hieß es plötzlich, ja, wir testen lieber noch ein bisschen länger und gehen auf Nummer sicher. Ja, und was haben wir daraus gelernt? Und das haben die Verantwortlichen auch immer gesagt, die Sicherheit kommt vor Tempo. Und das ist eigentlich die Meinung von jedem, der sich mit diesem Zeugs auseinandergesetzt hat. Und die Schlussfolgerung vom Bundesrat war dann, ja, wir starten jetzt eine Vernehmlassung, damit wir die elektronische Stimmabgabe als ordentlichen Stimmkanal freigeben. Also diese Vernehmlassung war dann glücklicherweise auch ein ziemlicher Rohrkrepierer. Es haben Kantone Nein gesagt, es haben Parteien Nein gesagt, also wir Digital Natives haben sowieso alle Nein gesagt. Das kann nicht sein, dass man so ein vermurkstes Gesetz macht, wo dann Systemen wie dem von der Post dann den Weg etablieren, um unsere Demokratie zu einem reinem Entertainment zu machen. Und glücklicherweise, hat dann der Bundesrat als Antwort auf diese Vernehmlassung gesagt, ja, wir werden den Versuchsbetrieb, also die alte gesetzliche Grundlage, überarbeiten und noch ein bisschen mit dem weiterfahren. Und das ist aktuell der Status. Gleichzeitig muss ich auch sagen, das ist noch in Werbung in einer Sache, es gibt eine eidgenössische Volksinitiative für eine sichere und vertrauenswürdige Demokratie. Es liegen hier draußen oder vorne im anderen Raum liegen noch Formulare aus, damit alle, die hier stimm- und wahlberechtigt sind in der Schweiz, auch unterschreiben können, damit wir eine Art Moratorium einführen, dass dann der Bund und die Verantwortlichen nachweisen müssen, dass solche Systeme sicher sind, bevor man mit unserer Demokratie spielt. Also persönlich muss ich sagen, ich habe nichts dagegen, wenn man so Systeme einsetzt, um irgendwie in der deutschen SP hat man, glaube ich, mal eine Abstimmung gemacht, irgendwie mit E-Voting, und sie waren super glücklich, sollen sie doch, oder bei einer Aktiengesellschaft, wenn die Aktionäre das gut finden, oder sonst in einem Verein kann man locker E-Voting einsetzen, aber bitte nicht oder noch nicht mit unserer Schweizer Demokratie. Deshalb gibt es diese Initiative, bitte unterschreibt sie. Und was im Moment noch läuft, wie gesagt, ich mache noch ein bisschen die politische Arbeit. Es gibt auch noch einen Vorstoß von einem Ex-Nationalrat. Der Nationalrat hat den durchgewunken, und der entspricht eigentlich ziemlich dem Initiativtext. Das heißt, eigentlich im Moment dürfen keine Testversuche mehr mit E-Voting durchgeführt werden, bis nachgewiesen wird, dass es sicher ist, und vor allem, und das finde ich noch fast wichtiger, dass der normale Bürger nachvollziehen kann,
wieso jetzt diese Zahl auf dem Computer steht und nicht eine andere Zahl. Wenn man dieser Zahl hier nicht mehr trauen kann auf dem Computer und wenn man nicht weiß, wie sie zustande kommt, habe ich das Gefühl, ich kann dieser Zahl auf dem Computer nicht trauen, dann habe ich ein Problem mit dem Resultat. Und wenn dann jede zweite Abstimmung oder jede Abstimmung angefechtet wird, weil man diesen Zahlen nicht mehr traut, vielleicht sind sie legitim, vielleicht sind sie purer Beschiss oder eben Unterhaltung, dann haben wir echt ein Problem mit unserer Demokratie. Und das ist eigentlich das, was ich sagen will. Und ich muss sagen, ich bin vor der Zeit fertig und stehe deshalb noch ein bisschen länger für Fragen zur Verfügung. Ja, vielen Dank. Mich würde interessieren, wie lange läuft diese Sammlungsfrist noch für dieses Moratorium und wie wahrscheinlich ist es, dass diese Initiative zustande kommt? Moment. Also das sind die Unterschriftenbogen. 12. September. Also wir haben jetzt noch etwa 6 Monate, kann das sein? Hä? Wie wahrscheinlich sie ist, ich bin zwar im Initiativkomitee, aber ich habe absolut keine Ahnung, wo wir stehen. Ich weiß nur, dass wir sicher noch ein paar 10.000 Unterschriften brauchen. Die Wintermonate sind immer relativ schwierig zum Sammeln. Ich schätze jetzt, Frühling, Sommer wird es einfacher werden. Aber eben, ich mache auch so Werbung dafür. Also ich glaube, wir sind weit über der Hälfte. Ich weiß es nicht genau, aber eben wir sind wirklich angewiesen auf jede einzelne Unterschrift. Ja. Also es ist nicht so, dass wir schon übers Ziel rausgeschossen sind, garantiert nicht. Nach all dem, was ich jetzt von dir gehört habe, vielen Dank. Warum ein Moratorium? Warum nicht einfach sagen, eben gerade diese Transparenz, das Verständnis, selbst wenn es technisch ja sicher ist, das Verständnis dafür wird in der Bevölkerung wahrscheinlich ja nie so da sein. Also warum, ich verstehe nicht, warum das Wort Moratorium benutzt wird. Du hättest lieber ein Verbot. Ja. Du meinst, das wäre ehrlicher. Wir haben auch schon über ein Verbot gesprochen und das Problem ist ein bisschen bei einem Verbot, das wirkt zu schwarz-weiß. Zum einen und das andere ist, ich habe irgendwo noch so einen Restglauben an die Zukunft, dass die Leute schlauer werden, gebildeter werden, irgendwann mal jeder programmieren kann oder Code auseinandernehmen kann. Und wenn ich das Gefühl habe, dass in jedem Haushalt oder irgendwo in jeder Schulklasse irgendwo jemand ist, der mir das System erklären kann. Ich sage nicht, das ist unmöglich, aber es gäbe die Chance, dass diese Möglichkeit mal kommt, dann könnte man das als vertrauenswürdig betrachten. Aber ich finde, wenn es eingeführt werden soll, braucht es zumindest eine breite politische Debatte. Ist das jetzt verständlich für jeden Normalbürger oder so vertrauenswürdig, dass es wirklich zugelassen werden soll? Ja, meine Frage geht so ein bisschen in die ähnliche Richtung. Du hattest auf irgendeiner Folie, dass Kryptografen Methoden entwickelt hätten, wie das funktioniert. Wie man hört, komme ich aus Deutschland. Wir haben den Kampf 2005 bis 2010 geführt. Seitdem gibt es keine Wahlcomputer, wie wir sie nannten, in Deutschland. Und zumindest damals haben wir das auch versucht, einmal durchzuiterieren, wie man das kryptografisch hinkriegen würde. Das geht zwar mathematisch gesehen, aber was nicht funktioniert, ist, dass es dann noch nachvollziehbar ist für den Wähler. Also ein Stück Papier, wo ich ein Kreuz mache, ist nachvollziehbar und ich kann den ganzen Tag neben der Urne stehen und warten, bis die Urne aufgemacht wird und kann nachvollziehen, wie diese Stimme gezählt wird. Du hast jetzt gesagt, du glaubst da an die Zukunft, dass die Leute dann kryptografische Methoden nachvollziehen können? Nein. Ich tue nicht jede Chance, dass wir mal irgendwie so weit sind, zunichte machen. Ehrlich gesagt, ich habe Gefühl, 5 Jahre reichen nicht und in 20 Jahren leben wir vielleicht nur noch mit Brot und Spielen und Voting ist uns scheißegal. Okay, aber meine Frage ist, die
also worauf du dich beziehst, ja, in diesen, gibt es denn Studien, die das kryptografisch hinkriegen, plus die Nachvollziehbarkeit für den Wähler? Also es gibt ein sehr schönes Dokument von der Fachhochschule Bern, wo eben das, die ganze Kryptografie dargelegt wird, und auf diesem System hätte eigentlich Genf aufbauen wollen, aber dann kommen wir wieder auf diesen Balanceakt zwischen Sicherheit, Benutzerfreundlichkeit und Kosten. Und ich glaube eben, das wird ein Perpetuum mobile. Man kann, wenn man es kryptografisch sicher machen will, braucht man eben unendlich viele Codes. Das heißt, man muss ein Code-Voting haben, wo man dann eben AB1258 irgendwas eingeben muss, und das bedeutet im System hinten dran ein Ja, und kryptografisch irgendwie das alles nachvollziehbar ist, aber eben das wird dann kein Mensch mehr verstehen. Ja, es ist vielleicht auch ein bisschen politisch motiviert, dass man von einem Moratorium, nicht von einem Verbot redet. Ich bin zwar Politiker, aber ich bin einer, der in solchen Themen eher die Extremposition vertreten würde. Aber ich glaube, es geht auch um einen Kompromiss. Also wenn man jetzt schaut, wer da in diesem Initiativkomitee dabei ist, da ist also von den Grünen links, rechts bis zu der weiten politischen Rechte, also über irgendwelche Digital Natives und Organisationen sonst wie, alles Mögliche drin. Und ich glaube, das Gefühl, wenn man von einem Verbot spricht, hätte man gar nie mehr. Und wir brauchen ja ein breit abgestütztes Komitee, dann hätte man nie alle Leute an Bord bekommen. Aber ich meine, auch wenn es ein Verbot gäbe, könnte man das aus der Verfassung wieder streichen in 20 Jahren. Und mit dem Moratorium lässt man einfach noch eine Hintertüre offen. Weil die Bedingungen sind schon krass, oder? Das heißt wirklich, kann das Verbot aufheben, wenn gewährleistet ist, dass mindestens die gleiche Sicherheit gegen Manipulationshandlungen wie bei der handschriftlichen Stimmabgabe besteht, namentlich wenn unter Wahrung der Stimmgeheimnisse die wesentlichen Schritte der elektronischen Stimmabgabe von den Stimmberechtigten ohne besondere Sachkenntnisse überprüft werden können, sämtliche Stimmen so gezählt werden, wie sie gemäß dem freien Pipapo-Willen von außen unbeeinflusst und dann das ganze Zeugs eindeutig und unverfälscht, also sicher funktionieren kann. Also das sind Bedingungen, die haben sie in sich. Und das ist halt der Vorwurf, den hören wir dann manchmal. Ja, das ist kein Moratorium, das ist ein Verbot. Kann man auch so auslegen. Also dass man da aus diesem Moratorium rauskommt, das ist aufwendig. Keine Fragen mehr, also vielen Dank, Jorgo. Wer ist jetzt noch für E-Voting hier drin? Ich möchte noch einen Befürworter haben. Ist niemand von der Post hier? Stimmgeheimnis. Ja, das gäbe eine interessante Debatte. Nichts zu machen. Niemand. Gut, danke schön. Auch die haben ein Recht auf Diskretion. Also, danke fürs Zuhören. Danke. Und einen schönen Abend.